Seine Inszenierungen wirken bei Zeiten unfreiwillig komisch. Doch solche Bilder machen unmissverständlich klar, Kim Jong-un sitzt fest im Sattel. Seit 10 Jahren herrscht der Diktator in Nordkorea. Er hat das Raketenprogramm ausgebaut und kontrolliert sein Land härter als je zuvor. Wer ist der Mann, dem bei seiner Machtübernahme kaum etwas zugetraut wurde? Dezember 2011, die Beerdigung seines Vaters Kim Jong-il. Der damals 27-jährige Kim Jong-un wird Staatsführer und greift sofort hart durch. Von den 7 Top-Militärs, die hier noch neben dem Sarg seines Vaters schreiten, verlieren 5 später ihre Posten, verschwinden von der Bildfläche oder werden exekutiert. Auf brutale Weise lässt Kim auch seinen Onkel hinrichten und seinen eigenen Bruder ermorden. Weltweite Aufmerksamkeit verschafft sich Kim mit seinen bislang 4 Atomtests. Nach innen dienen sie der Propaganda, nach außen der Abschreckung. Trotz solcher verbalen Zuspitzungen gelingt Kim 2018 ein Coup. In Singapur trifft sich der Diktator mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Es folgen 2 weitere Gipfel, allerdings ohne Ergebnis. Nach innen präsentiert sich Kim als sorgender, volksnaher Landesvater. Hier bei einem Besuch eines zerstörten Dorfs nach einem verheerenden Taifun. Er wolle Nordkorea zu einem sozialistischen Märchenland machen, verkündet Kim gerne. Doch die Realität sieht anders aus. Die Not der Menschen wächst nach schlechten Ernten. Durch die Grenzschließungen während der Pandemie fehlen wichtige Nahrungsmittel, Saatgut und Dünger. Zuletzt machten Berichte die Runde, dass schwarze Schwäne für den Massenkonsum gezüchtet werden sollen, um Lebensmittelengpässe zu kompensieren. Durch die Pandemie ist Nordkorea abgeschotteter denn je. Kaum jemandem gelingt mehr die Flucht. 10 Jahre nach seiner Machtübernahme ist Kim Jong-un der nordkoreanischen Linie treu geblieben. Er hat die Aufrüstung vorangetrieben und gleichzeitig die Kontrolle über sein Volk massiv verschärft.